Guten Morgen! Ich erwähne ja sehr häufig in meinen Videos, dass in der aktuellen Wissenschaft, insbesondere in der Physik, die Erkenntnis, dass fast alles, also 99,99999% aus Energie besteht, dass das Einzug gehalten hat. 5,9 waren das übrigens nach dem Komma. Aber ich habe noch nie ein explizites Video dazu gemacht, wie die Quantenphysik quasi entstanden ist und wie wir über dieses Wissen unser Leben potenziell verändern können. Und ich bin mir auch recht sicher, dass ein Video dazu auch nicht ausreichen wird. Aber ähnlich wie bei den anderen Videoreihen, wie zum Beispiel beim Ayurveda, werde ich einfach mal anfangen und bei ausreichend positivem Feedback diese Videoreihe fortführen. Das finde ich ein sehr, sehr interessantes Prinzip und auch für mich sehr gut, dass ich einfach anfange zu reden, dass ich einfach euch ein Thema vorstelle. Und wenn euch das interessiert, dann wird das Thema weiter behandelt und wenn nicht, dann nicht, ne? Und ich versuche auch nicht jetzt mit Fachbegriffen um mich zu schmeißen und nehme gerne die Gefahr in Kauf, nicht wissenschaftlich exakte zu benennen, sondern lieber, dass ich das Verständnis bei euch maximiere. Also, wenn euch das Thema interessiert und ihr gerne mehr Videos dazu haben wollt, dann schreibt mir das am Ende nach dem Video in die Kommentare oder gebt einen Daumen nach oben. Dann ja, mache ich auch hier wie bei anderen Videoreihen einfach eine Videoreihe halt eben draus. Gewürzte Welt, auch so ein Beispiel. Also, oben in den Infokarten. Also fangen wir an. In den Anfängen der Physik wurde die Welt immer in Materie und Gedanken aufgeteilt, später dann in Materie und Energie, die beides nichts miteinander zu tun hatten und vollkommen losgelöst betrachtet wurden. Diese Dualität von Geist und von Materie, das hat unsere Welt geformt in den letzten Jahrhunderten. Essentielle Grundaussage dieses Weltbilds war, dass alles vorherbestimmt und quasi mechanischen Abfolgen unterlegen war und der Mensch als solches nicht in der Lage war, durch seine Gedanken an dieser Mechanik etwas zu ändern. Heutzutage hat sich durch die Quantenphysik und der Realisierung dieses ja, riesigen unsichtbaren Energiefeldes, in dem wir uns bewegen, worin alle möglichen Realitäten enthalten sind und nicht nur die eine, die man wahrnimmt, warum das ist, da kommen wir noch dazu, dieses Weltbild quasi komplett geändert. Vor allem vorrangig ja, in der Avantgarde, also den Wissenschaftlern. Aber so langsam schwappt das Wissen auch, ich sag mal so, in das gemeine Volk auch über. Die grundsätzliche Frage lautet: Kann ich mit meinem Geist die Realität erschaffen? Das ist die Grundfrage. Kann ich die Energie, die zweifelsohne existent ist, wenn wir denken, so kanalisieren, dass die Realität, also das, was von uns oft als Materie wahrgenommen, was aber letztlich nur Energie ist, beeinflusst oder sogar im Idealfall konkret gesteuert werden? Und da kann ich schon vorgreifen, ja, das ist tatsächlich nach heutigem Wissensstand möglich. Mein ganz simples, praktisches Beispiel zum Einstieg. Fast alle haben ein Idealbild vor dem geistigen Auge. Eventuell auch du, wie man gerne aussehen würde. Und je nach Stimmung, in der wir uns befinden, also wie die Energien in unserem Körper schwingen, und wir uns im Spiegel betrachten, ändert sich die Wahrnehmung unserer selbst in diesem Spiegelbild, also der Realität, die wir sehen. Manchmal sehen wir eine fittere und schlankere Version von uns selbst im Spiegelbild und manchmal, obwohl der Körper exakt derselbe ist, eine etwas wabblige und untrainiertere Version. Ne? Ich glaube, das kennt jeder. Welches Bild entspricht denn nun der Realität? Weil wir haben ja beides, der Körper war jeweils gleich, aber beides war von uns anders wahrgenommen, die Realität. Was entspricht denn nun der Realität? Beides. Und noch viel mehr, nämlich noch unendlich viel mehr Bilder, die sich zwischen den beiden Extremen schlank und dick befinden können. Wie kann das Realität sein? Es muss doch eine Realität geben. Das ist genau der alte Ansatz des Denkens der Bevölkerung, ausgehend von dem Glauben, dass Materie, also in dem Fall der Körper, eine Realität, eine objektive Realität haben muss. Aber jeder Mensch, der euch betrachtet, wird ein etwas anderes Bild von eurem Körper haben. Genau wie ihr selber je nach Stimmung andere Bilder eures Körpers habt. Und da dieses jeweilige Bild Auslöser für Stimmungen und Handlungen ist zum Beispiel, ist dieses Bild Realität. Es ist Realität. Energie wird zu Materie, Gedanken werden zu motorischen Handlungen, die ihr dann ausführt. Daher auch das Dümmste, was man Menschen, die Ängste haben, antun kann, ist zu erklären, wie irreal ihre Ängste seien und ja, dass sie sich das nur einbilden. Ne? Das passiert mir auch, ne? Aber es ist das Dümmste, was man tun kann.
Die Angst ist real, sie ist Realität für den Menschen, sie ist eine Realität. Der erste, der diese auch formal festhielt, das war Albert Einstein, der in seiner berühmten Gleichung E ist gleich mc² einen grundlegenden Zusammenhang zwischen Energie auf der einen Seite und auf der anderen Seite Materie festgestellt hat. Also die beiden Sachen, die unvereinbar erschienen. Letztlich bedeutet seine Gleichung eine totale Austauschbarkeit von Energie und Materie, wodurch sich ein komplett neues Weltbild geschaffen hat. Wie gesagt, in erster Instanz nur in den Köpfen der Menschen, die sich eben der Forschung und der Wissenschaft verschrieben haben, aber nun über 100 Jahre quasi nach Einsteins Relativitätstheorie schwappt diese Erkenntnis auch in andere Wissensbereiche langsam über und auch in die Köpfe der Menschen als ein Teil der geistigen Evolution. Aber, und das möchte ich an der Stelle nochmal betonen, wir betrachten hier nur den Teil des Denkens und das ist auch nur ein Teil der Existenz. Wer mein Video dazu noch nicht gesehen hat, den verweise ich noch einmal auf das entsprechende, anscheinend sehr anspruchsvolle Video von mir zur Dualität meiner beiden Existenzen. Oben Infocard. Aber zurück zum Denken und zu Einstein. Eines der Grundlagen für Einsteins Erkenntnisse, dass es mehr als eine Realität geben muss, war das Verhalten von Licht. Einerseits beobachteten die Wissenschaftler, dass Licht sich wie eine Welle, also wie Energie verhält, und andererseits auch wie ein Teilchen, also Materie. Aber wie kann Licht nach damaligem Weltbild sowohl eine Welle, also Energie, als auch ein Teilchen sein, Materie? Das ging in die Köpfe nicht rein. Das war nach bisherigem Verständnis eines zum Beispiel Newton oder Descartes, je nachdem aus welcher fachlichen Richtung man sich dieser Fragestellung nähert, nicht möglich. Materie und Energie sind nicht dasselbe, lautete ganz klar die damalige Überzeugung. Aber nun hat Einstein bewiesen, dass es eben dasselbe ist und beliebig austauschbar. Diese Beobachtung des Lichts, die auf subatomarer Ebene durchgeführt wurden, also auf der Ebene von Elektronen, von Protonen, Neutronen und so weiter, also dem kleinstmöglichsten Teilchen bzw. der wie wir ja nun wissen entsprechend gekoppelten Energie, diese Beobachtung und dadurch der Einbruch des Weltbildes, was wir ausgehend der Betrachtung der für uns mit dem Auge sichtbaren Dinge erschaffen haben, dieses ist im Endeffekt wirklich mit der Einstein zerbröckelt. Und das hat dann eben quasi zur Quantenphysik geführt. Das war sozusagen der Einstieg in die Quantenphysik. Das ist ein Teilbereich der Physik, der sich eben mit dem Verhalten und der Wechselwirkung kleinster Teilchen befasst, dem Mikrokosmos könnte man sagen. Und wie wir nun wissen, laufen wir quasi täglich nicht mehr über festen Boden, sondern wir laufen über Energie. Wir schmeißen keinen festen Stein durchs Fenster, sondern wir werfen Energie. Materie ist Energie. Mit ein paar minimalen Teilchen. Wir reden ja wie gesagt von Dimensionen von 0,00001% aller wahrgenommenen Materie. Weil diese ist dann tatsächlich Materie. Der Rest ist Energie. Und Energie ist da oft nicht explizit sichtbar, für viele Menschen in ihrem begrenzten Verständnis einfach nichts, weil man es halt nicht sieht. Aber diese Menschen nehmen all die Gebäude, Pflanzen, Tiere und Menschen und so weiter alles wahr. Und das ist für die Menschen dann alles. Weil sie es mit den Sinnen wahrnehmen können. Wenn Einstein nun bewiesen hat, dass Materie und Energie beliebig austauschbar, also quasi etwas mathematisch simplifiziert ausgedrückt betragsmäßig dasselbe sind, dann hat er durch das Denken bewiesen, dass das Wahrgenommene alles, das Wahrgenommene nichts ist. Also alles ist nichts und nichts ist alles. Und das ist die größte Leistung meiner Meinung nach von Einstein, denn dieser Spruch alles ist nichts und nichts ist alles und den damit verbundenen ich bin alles und alles bin ich, das habt ihr schon vor Jahrhunderten von Spirituellen oder Tausenden von Spirituellen gehört. Menschen die eben nicht über das Denken kommen, sondern die über Erfahrung und das Nichtdenken kommen. Die aufgrund der Umgehung sage ich mal, der Begrenztheit des Denkens eben immer schon ein Stück weiter waren als die Denker. Aber hier wurde von Albert Einstein eine Brücke geschaffen, erstmalig eine Brücke geschaffen, und daher ist die Quantenphysik auch sehr interessant für Spirituelle, die den
Weg zur Erleuchtung zum Beispiel durch die Spiritualität noch nicht gefunden haben oder nicht schaffen oder obwohl es eigentlich gar nicht zu schaffen geht, also das ist ein anderes Thema, oder diese Erleuchtung, die sie hatten, gerne besser kommunizieren und anderen Menschen näher bringen wollen, die mit dem Satz, dass man ja komplett verbunden und beliebig substituierbar ist, einfach nichts anfangen können, aber durch die Quantenphysik einen Ansatz haben, ja, die Erfahrung der Erleuchtung quasi herzuleiten. An diesem Punkt mache ich für heute erstmal Schluss, weil ja, wie gesagt, das ist ein endloses Thema und wir haben jetzt hier schon ein, zwei Minuten hinter uns und ich weiß nicht, wie hoch eure Aufmerksamkeit ist. Wenn Interesse besteht, dass ich die, ja, quasi die Adaption der quantenphysikalischen Erkenntnisse auf den Menschen etwas konkreter übertrage, dann lasst mich das wissen und ja, ich wünsche euch dann noch einfach einen wunderschönen Tag voller eigener Realitäten und wir sehen uns dann morgen, so denn ihr mich abonniert habt, wieder und macht's gut, euer Christian. Tschüss.